Tag, ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu dieser Pressekonferenz aus besonderem Anlass. Das DEG-Jahr, die DEG-Saison 2014-15 beginnt eigentlich erst am Donnerstag, aber gefühlt irgendwie schon heute. Ich begrüße zu meiner Linken Herrn Michael Pronomares, Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH. Ich begrüße als Vertreter des DEG Eishockey e.V. den Herrn Frank Merry. Ich begrüße Herrn Manfred Kirschenstein, unseren Gastgeber heute. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank an Herrn Schulz und sein Team, dass wir uns hier bewirten. Und ich begrüße natürlich Herrn Jochen Rotthaus, den neuen Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH ab dem 1. Mai 2014. Ja, Herr Pronomares, an Sie die erste Frage. Wie kam der Kontakt zustande? Wie war Ihr erster Eindruck? Und was waren die Gründe dafür, Herrn Rotthaus für unseren Club, für die DEG zu engagieren? Во-первых, мы последний год активно обсуждали, что нам необходим новый серьезный генеральный директор с амбициями, необходимыми для возвращения ДЕГ на вершину немецкого хоккея. Bereits im letzten Jahr haben wir darüber nachgedacht und diskutiert, dass wir einen neuen Geschäftsführer brauchen, der die Erfahrung, aber auch die Ambitionen mitbringt, um die DEG wieder auf die Spitze des deutschen Eishockey zu befördern. Поэтому мы смотрели нескольких кандидатов. И то, что мы пригласили Ивана Рухауса, в принципе, достаточно очевидно, потому что основным моим партнером в России является немецкий концерн SAP. И у меня давно исторические связи с компанией SAP в Германии, в том числе и их взаимоотношения SAP с компанией тоже не секрет, поэтому, как мы узнали друг друга, в общем, понятно. Конечно, мы Natürlich haben wir uns viele Kandidaten angeschaut und wie wir eben auch die Kandidatur von Herrn Jochen Rotthaus kamen, das ist relativ klar, wenn man in die Historie meine Beziehungen zu deutschen Firmen schaut. Ich bin, das hat sich so ergeben, traditionell viel mit der Firma SAP in Kontakt, mit der deutschen Firma SAP. Und es ist auch für keinen ein Geheimnis, dass die Firma SAP in guten Geschäften, in guten Kontakten zu Fußballclub Hoffenheim steht. So war die Vermittlung von diesem Kontakt relativ selbstverständlich. Als ich mir angeschaut habe, wie gut das Management von FC Hoffenheim aufgebaut ist, da war ich beeindruckt. Потому что мы с вами понимаем, что Хоффенхайм достаточно специфический клуб, и организовать работу так, как она организована, на таком уровне, достаточно непросто. Wir verstehen alle, dass Hoffenheim als Fußballclub sicherlich nicht ganz einfach ist, es ist sehr spezifisch, und dort eine so gute Arbeit aufzubauen, da gehört einiges zu. Мне кажется, просто клубу не хватает немножко истории, тогда как бы они были бы точно в числе лидеров. Но, к сожалению, историю купить нельзя. Ich denke, diesem Club fehlt nur ein bisschen an Tradition und Geschichte, sonst wären die ein Top-Club in Deutschland. Leider kann man die Geschichte nicht kaufen. В отличие от Хоффенхайма, Бельгия очень богатая и серьезная история. Im Gegensatz zu Hoffenheim hat die DEG eine wunderbare, sehr interessante Geschichte. И если мы сложим вместе профессионализм, который есть в Хоффенхайме, и историю, которую есть в DEG, мы обязательно получим успех в самом ближайшее время. Und wenn wir einmal die Tradition und Geschichte von der DEG mit der Professionalität von Hoffenheim zusammenlegen, werden wir in der Zukunft sicherlich einiges erreichen.
Das war der Hintergrund, die Idee, Herrn Rothaus hier einzuladen. Vielen Dank. Ja, Herr Rothaus, das ist die DG-Medienfamilie. Wir haben hier die NZ, die WZ, die Rheinische Post, die Bild, Express, ZTV und Tele Düsseldorf, unsere eigenen Medien, den WDR. Alle gleich wichtig, alle wunderbar. Wie vorfreudig blicken Sie auf Ihre Amtszeit, die ab Donnerstag beginnt? Ja, meine Damen und Herren, liebe Vertreter der Medien, zunächst bin ich wirklich sehr froh, dass ich endlich mal einen offiziellen Satz loswerden kann, nämlich, dass ich Sie begrüße und damit verbunden auch meine Freude ausdrücke, dass es endlich losgeht. Ich habe ja ein paar Tage, nachdem ich in Hoffenheim aufgehört habe, Zeit gehabt, mich um andere Dinge zu kümmern, mal ein bisschen meine Freizeit zu genießen, aber jetzt spüre ich doch in jeder Phase meines Körpers, dass ich eigentlich auch loslegen möchte. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen gekommen sind und dass ich die Möglichkeit habe, mich bei Ihnen vorzustellen, dass ich die Möglichkeit habe, Sie persönlich kennenzulernen. Ich bin ganz sicher und davon überzeugt, dass wir die Zusammenarbeit und das persönliche Kennenlernen in den nächsten Tagen, Wochen und hoffentlich noch viel, viel länger darüber hinaus ausbauen werden. Ich danke mich natürlich bei meinem Gesellschafter, Herrn Pornomare, für die netten einleitenden Worte. Ich glaube, ich tue gut daran, da nichts so zu sagen. Da komme ich nur irgendwie, kann ich mich nur verhaspeln. Es ist nett, oder die Worte tun mir natürlich gut. Ich freue mich auf diese Aufgabe ja, ich bin auch sicher, dass ich meine Erfahrung in der Fußball-Bundesliga, die ich die letzten 10-12 Jahre gemacht habe, einbringen kann. Ich habe durch die Aktivitäten im Wintergame, mit dem ich mich schon die letzten Wochen beschäftigt habe, auch mit Teilen des Teams vertraut gemacht. Ich kenne noch nicht alle, ich war noch nicht einmal auf der Geschäftsstelle. Das denke ich, ist auch ganz gut so, weil wenn ich anfange am 2. Mai, der 1. ist ja ein Feiertag, dann möchte ich auch morgens hingehen und dann auch bis abends bleiben und am nächsten Tag wiederkommen. Einfach so hingehen und sagen, hallo, hier bin ich und dann wieder zu gehen, das ist nicht so ganz meins, weil wenn ich anfange, dann auch mit allem, was ich habe. Das passiert eben am 2. Mai. Ich wiederhole nochmal, dass ich mich gefreut habe, die Möglichkeit hier eingeräumt zu bekommen, an dieser Aufgabe, dieser Herausforderung mitzuwirken. Ich bin gebürtig aus Essen und habe vor vielen, vielen Jahren, der Feldmann stoßt mich unter dem Tisch meistens immer an, ich soll nicht so viel von den glorreichen Jahren sprechen, sondern mehr ums Hier und Jetzt kümmern, aber ich habe natürlich auch viele wahnsinnige, spannende Gänsehautmomente an der Bremenstraße erleben dürfen. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich ein bisschen auskenne, aber ich war schon mal da. Ich war schon mal da und freue mich auch wieder, hier in meiner Heimat zu sein. Meine Familie kommt hierher, meine Frau kommt hierher. Ich bin wieder zu Hause nach vielen Jahren der Pendelei. Und das hat sich irgendwie gut gefügt. Die ersten Gespräche, nicht nur mit Herrn Pornomarev, sondern auch mit Herrn Hoberg, mit Herrn Stahl, mit Herrn Merry, haben mir eigentlich gezeigt, dass ich hier auf viel Fruchtbares stoße, dass ich hier ein tolles Team finde und vor allem, dass wir eine Aufgabe zusammen bewältigen müssen, die nicht leicht wird, aber die eigentlich auch zugeschnitten ist auf meine Person. Das habe ich immer gern getan, dort vielleicht hinzugehen, wo man die Ärmel vielleicht etwas höher krempeln muss, wo der Tag etwas länger dauert als normal. Und dazu bin ich mehr als bereit, freue mich, fühle mich auch geehrt, mit so einem Traditionsverein zusammenzuarbeiten und bin sicher, Sie haben einige Fragen. Ich versuche sie so zu beantworten, dass es passt und wenn nicht, hilft mir Herr Feldmann. Vielen Dank für das Kurze. Grüß Gott und Herr Feldmann, Sie müssen mir weiter. Herr Kirchenstein, der ISS-Dom ist auch eine tolle Halle, keine Sorge. Habe ich das vergessen? Nicht abgesprochene Fangfrage. Sie waren am Freitag schon beim Spiel Köln gegen Ingolstadt, beim Finale 5. Zu wem haben Sie gehalten und wem drücken Sie die Daumen? Sie merken, dass das Klima in der Geschäftsstelle perfekt ist. Ja? Wir sind ein ganz enges Team. Aber ich falle nicht drauf rein, aber so war es auch nicht
gemeint. Also ich war in der Tat am Freitag dort, auch auf Einladung der DL, habe mir das angeschaut, muss sagen, eine ausverkaufte Spielstätte, egal in welcher Sportart, egal wo, ist immer hochattraktiv, hat immer was mit Faszination zu tun, Begeisterung. Und wir im Spitzensport verkaufen alle zusammen große Gefühle, Leidenschaft. Wir haben ja kein anfassbares Produkt, ja, sondern wir verkaufen eben diese große und herausragende Emotionalität, die war da gegeben. Ich war natürlich neutral. Ich habe viele Menschen kennengelernt, auch auf Kölner Seite, und habe oft die Aussage gehört, dass sie uns viel Glück wünschen, dass sie mir viel Erfolg wünschen bei der Aufgabe, und spüre so ein wenig bei aller Rivalität aber schon die Notwendigkeit, dass diese beiden auch Vereine, nämlich Köln und Düsseldorf, auch viele Jahre auf einem hohen Niveau zusammen sportlich sich messen sollen. Und das war so meine Erfahrung. Man wird sehen, wie Dienstag das Spiel ausgeht. Für den Eishockeysport ist doch, glaube ich, so eine Situation bei Best of Seven, wenn es jetzt 4-4 steht, besser als man sich das erträumen kann. Für die Fans, für die Zuschauer, Dramatik pur. Das Spiel gestern auch, glaube ich, war nicht an Spannung zu überbieten. Und um ehrlich zu sein, wird man neidisch. Und natürlich rattert es sofort in unseren Köpfen, in meinem Kopf, aber in allen anderen Köpfen der DEG auch. Es ist ein Ansporn, dass wir alles versuchen müssen, um vielleicht auch mal in eine Richtung zu kommen, die ja, vielleicht sich ein bisschen vergleichen lässt mit der, mit der Atmosphäre von Freitag. Das ist vielleicht ein Hinweis für Kirchenstein. Ich habe hier einige Spiele der DEG in der letzten Saison sehen dürfen und bin begeistert von der Spielstätte. Finde, wir haben optimale Voraussetzungen. Die Halle ist hochattraktiv, die ist sehr eng gebaut. Ich freue mich drauf und ich glaube auch, dass wir hier ein paar unvergessene Momente in den nächsten Monaten und Jahren unseren Fans und Partnern anbieten werden, und da sind wir alle gespannt drauf. Gibt es weitere Fragen? Norbert Kings, Westdeutsche Zeitung. In der letzten und der vorletzten Saison hat sich die DEG ein bisschen gewandelt, dadurch, dass viele Jugendspieler und junge Spieler in die Mannschaft gekommen sind. Jetzt will man ja wieder etwas anderen Weg gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie will man diesen Spagat der Identifikation und des hoffentlichen Erfolgs dann auch schaffen? Das ist eine gute Frage, die eigentlich natürlich mein Kollege Kreuzer beantworten müsste, beziehungsweise noch viel besser beantworten könnte. Wir werden natürlich mit der Sportstrategie, mit der Spielstrategie, auch mit der Kaderplanung uns nochmal intern ganz eng abstimmen. Da könnte ich Ihnen jetzt so ein, zwei Informationen zu geben. Aber ich glaube, das ist nicht zielführend, weil ich eben noch nicht so im Thema bin und noch nicht so angefangen habe, mich auch bewusst noch nicht so damit beschäftigt habe. Gleichwohl ich natürlich jetzt ab 2. Mai in der vollen Verantwortung stehe. Aber ich glaube, dass die angesprochene Mischung, die auch Kreuzer betont hat in dem O-Ton, eine sinnvolle ist. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, werden auch eine Mannschaft auf dem Eis haben, die in allen Bereichen das Zeug dazu hat, eben sportlich besser abzuschneiden als in den letzten 2 Jahren. Das ist unser großes Ziel, natürlich daraus ein ambitioniertes Ziel, aber ich glaube, oder bitte Sie, dass wir da vielleicht mal in ein paar Tagen oder in 2 Wochen wieder drüber sprechen, dann kann ich Ihnen gerne die Frage im Detail beantworten, obwohl das eigentlich auch ein Thema für die Hauptverantwortlichen ist in dem Bereich, nämlich Kreuzer und Co. Da müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen warten. Michael Rüberg, NRZ. Auf Frage an Herrn Rothaus, die hat in den letzten beiden Jahren ziemlich unter einer Finanzmiserie gelitten, weil die Saisons wurden mit Minus abgeschlossen. Wie schwer wird denn für Sie die Aufgabe, da das Ruder so ein bisschen herumzureißen, vielleicht in einem oder anderen Sponsor aus der Stadt oder aus der Umgebung wieder für die DEG zu begeistern? Ja, uns ist bewusst und mir ist bewusst und mir war auch bewusst, dass natürlich die finanzielle Ausstattung und die finanzielle Situation keine, sagen wir mal, auf Rosen gebettete ist, aber gerade das ist auch die Herausforderung und die Challenge. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Tradition, die auch Herr Ponomarev angesprochen hat, mit dem Gefühl, was ich so in den letzten Wochen hier schon in Düsseldorf, ich bin jetzt umgezogen, auch im Bekanntenkreis und überall erfahre, dass wir das als Basis nehmen für unsere Arbeit. Wir müssen das Wort habe ich schon heute
geflügelte Wort schon benötigt. Wir müssen wirklich die Ärmel hochkrempeln. Wir haben gar keine andere Chance, als mit Vollgas zu starten, um einfach Partner, Sponsoren, Firmen für die DEG attraktiv oder die DEG attraktiv für die Partner zu machen, an uns zu binden. Da erhoffe ich mir, dass ich da durch meine Erfahrung und durch die Art und Weise, wie ich in Stuttgart gearbeitet habe, wie aber auch in Hoffenheim, als wir noch in der vierten Liga oder dritten Liga damals gestartet sind, wo wir relativ wenig Partner hatten, einfach die Vision der DEG für die nächsten Jahre mit Leben füllen. Und da bin ich überzeugt, dass wir auch da, es wird schwer genug, aber Erfolg haben werden. Wir müssen die Professionalisierung meiner Meinung nach in allen Bereichen vorantreiben. Das ist ein Steckenpferd von mir. Die Partner und ob es die Medienpartner sind, ob es die Sponsoren sind, ob es die Fans sind, ob es im Inhouse ist, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Gesellschaft. Wir müssen alle eine Arbeit abliefern, Arbeitsergebnisse abliefern, die Vertrauen schaffen, damit die Menschen sagen, mit der DEG ist in der Zukunft nicht nur zu rechnen, sondern es macht auch Spaß, damit zu arbeiten, und die müssen wir einfach unterstützen, weil sie uns klar gemacht haben, dass das, was sie vorhaben, in allen Bereichen eigentlich sinnvoll ist und auch eine Nachhaltigkeit haben wird. Nochmal, das wird eine große Herausforderung werden, vor allem die finanzielle Ausstattung so langsam wieder ein bisschen aus dem Tunnel rauszuführen mit Licht am Ende, und mit Sicherheit eines der ersten Themen, die wir angehen müssen, ganz klar. Otto Kraus, Express. Herr Rathaus, Herr Vornemalert erwartet von Ihnen, dass Sie die DEG wieder zurück an die Spitze führen. Ist das so, dass Sie einen Menschen, der unter großem Druck stärker wird, oder sehen Sie das schon als ganz schön Rucksack in den Schnallern? Naja, ich glaube und würde das charmant ausdrücken, dass unsere wirklich sympathische Dolmetscherin hier vielleicht ein oder andere das Wort mit Spitze vielleicht anders interpretiert hat. Ich glaube, ich weiß aber, was der Thomas meint, und ich weiß auch, was er erwartet. Das gilt ja nicht nur für mich als Geschäftsführer, sondern die Gesellschafter zu Recht erwarten, dazu gehört auch Peter Hobel, natürlich auch der DEV, alle erwarten von uns, eben mit mir an der Spitze, aber mit auch allen Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier alles versuchen und ransetzen, eben um die DEG wieder in eine andere Richtung zu bringen. Das ist Druck, selbstverständlich, aber das bin ich gewohnt. Also Herr Hopp hat es nie ausgesprochen, aber den sympathischen Druck habe ich jeden Tag gespürt, aber den brauche ich gar nicht von außerhalb, sondern das ist in meinem Naturell so enthalten. Ich freue mich darauf, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ich hätte auch nicht gerne Herausforderungen angenommen, wo alles gerichtet ist, wo wir irgendwie nicht kreativ werden können, wo man in Luxus irgendwie sich betten kann, sondern das ist gerade die große Challenge, und wir sind alle keine Zauberer, wir können alle nicht irgendwie die Hand auflegen und dann wird alles zu Gold, wie es Herr Rübeck mal beschrieben hat vor ein paar Tagen, sondern es ist ein harter Weg, aber diese Art von Arbeit, von Herausforderung macht mir sehr viel Spaß. Das liegt mir, da kann ich mich einbringen, und wir müssen auch beweisen und zeigen, was wir drauf haben, was wir können. Und das fangen wir jetzt mal an. Und da hilft natürlich immer Druck. Aber wissen Sie, es gibt ja auch Druck, der dann irgendwann blockieren kann. Und ich glaube, dass die Stadt, und das auch vor allem Sie als absolute fachkundige Beobachter der DEG seit vielen Jahren, wissen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Und wir haben auch die Zeit hier, damit richtig umzugehen. Ja, die ist vielleicht nicht lang, die ist, aber es macht nichts, überstürzt zu reagieren. Das muss alles mit Sinn und Fuß haben, es muss Sinn und Fuß haben, es muss eine Strategie sein. Die Menschen müssen erkennen, was wir wollen, und das ist, glaube ich, wichtig. Ja, also wir müssen einfach vertrauensvoll wieder die Leute im Herzen treffen. Dazu gehört eben die Stadt und alle Partner, was ich vorhin schon gesagt habe, da wiederhole ich mich. Aber der Druck, den haben wir selber, und den habe ich ganz extrem von mir selber. Michael Rübeck? Ich muss da nochmal nachfragen, für mich noch den ganzen Herr Rotzhaus. In 4 Wochen müssen Sie ja die Lizenzunterlagen bei der DL eingereicht haben. Ist das ein spezieller Druck, oder sind Sie da ganz gelassen, was die Lizenzunterlagen so angeht?
Also aus meiner Erfahrung im Fußball kenne ich keinen Finanzer und keinen Geschäftsführer oder Vereinslenker, der zum Thema Lizenzen gelassen ist. Ja? Also das war immer ein Thema, wo man merkte, es ist vor allem in der Finanzabteilung, Controlling, in der Buchhaltung etwas übertrieben, nicht übertrieben, aber mehr Hektik als sonst. Da brennt das Licht viel länger. Also das ist eine Aufgabe und ein fixes Datum. Die müssen wir bewerkstelligen. Also ich schaue da nicht gelassen, aber ich bin zuversichtlich und habe großes Vertrauen in die Personen, die nicht nur die Lizenzunterlagen damit mir erstellen, sondern auch die Lizenz ermöglichen und garantieren. Und das werden wir hinbekommen, davon gehe ich aus. Und, aber das ist ein Datum, das steht bei uns ganz oben. Das lesen wir jeden Tag und versuchen da unsere Hausaufgaben so perfekt es geht zu bewerkstelligen, dass wir eben die Lizenz auch bekommen und die Unterlagen dementsprechend vorbereiten. Можно я добавлю? Darf ich noch was dazu tun? Immer. Я просто хотел обратить внимание, что если немецкая хоккейная лига приняла решение по ведению Winter Game в Дюссельдорфе, значит, наверное, они убедились Ich denke, wenn die deutsche Eishockey-Liga zum Entschluss kam, die Winter Games in Düsseldorf auszurichten, gab es sicherlich auch eine Zuversicht seitens der deutschen Eishockey-Liga, dass die DEG das auch kann und schafft und dass wir stabil sind. Matthias Reuters, Bild-Zeitung. Ja, eine Frage an Herrn Worthaus. Wie würden Sie denn die Unterbereiche betiteln, in denen jetzt was verändert werden soll? Also haben wir wahrscheinlich einen Plan gemacht, wie jetzt der Ist-Zustand ist, wo was passieren soll, in welchen Bereichen möchten Sie denn jetzt annehmen? Also ich habe noch keine Ist-Analyse in Perfektion gemacht, weil ich noch nie auf der Geschäftsstelle war, weil ich noch nicht die gesamte Mannschaft kennengelernt habe. Wie gesagt, 2. Mai war ausgemacht, 1. Mai ausgemacht, dass dort mein Vertrag, meine Tätigkeit beginnt und das haben wir auch so gehandhabt. Das ist auch eine ganz klare Sprachregelung mit Hoffenheim. Ich stehe immer noch in Diensten der TSG. Also habe ich auch mit vollem Respekt vor dem Vertrag, vor den 8 Jahren, mich so detailliert noch nicht mit der DG beschäftigt, beziehungsweise formell beschäftigt, bin dorthin gegangen jeden Tag und habe in alle Bücher geschaut. Das wird jetzt passieren, aber die großen Bereiche sind ganz klar eben das Thema Marketing, Sponsoring. Marketing bedeutet bei uns Fußball Sportmenschen immer Akquise, Verkauf. Ja? Da geht es nicht darum, dass wir viel Geld ausgeben, um die Marke zu stärken, sondern dass wir sinnvoll die Marke nutzen, um eben klassisch Sponsoring zu betreiben, um Sponsoring-Gelder zu akquirieren, immer dadurch auch dann die Marke im Blick. Also dieses große Thema Sponsoring, Vermarktung, klassisch Vermarktung, wird mit Sicherheit ein zentrales Punkt sein. Wir müssen im Ticketing schauen, dass wir die wunderschöne Arena von Herrn Kiedenstein nicht nur voll bekommen, beziehungsweise immer mehr Menschen zu unseren Heimspielen holen, dass wir das Thema Sport, wie ich vorhin sagte, die Sportstrategie, das Kerngeschäft müssen wir optimieren. Wir müssen vor allem im Kerngeschäft glänzen. Wir müssen den Menschen auf dem Eis demonstrieren, wer wir sind, was wir vorhaben. Das ist quasi das A und O eines jeden Profivereins. Und wenn das Kerngeschäft so ist, dass man es gut anschauen kann, dass es Spaß macht, dann kommen die Unterbereiche nicht von alleine, aber dann kann man viel besser dieses Zahnrad ineinander bringen und das werden die nächsten Aufgaben werden. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ich glaube, das ist auch vor Respekt vor allen handelnden Personen. Wir fangen ja nicht bei Null an, das sind überall in jedem Bereich, sagen wir, gute Damen und Herren, die hier mit viel Leidenschaft, viel Begeisterung ihren Job machen. Ich habe selten ein Team erlebt, was die DG so, was so verliebt in die DG ist, es so im Herzen trägt und vielleicht auch, wenn ich das noch als letzten Satz sagen darf, die aus so wenig, vor allem finanziellen Mitteln, mit so einer hohen Kreativität viel machen. Wir haben wenig zur Verfügung. Wir können nicht sagen, wir lassen jetzt hier ein großes Feuerwerk an Aktivitäten irgendwie los, sondern wir müssen uns schon sehr gut überlegen, wie wir nicht nur 1 Euro, sondern die 50 Cent ausgeben. Und wenn man so begrenzt mit den Mitteln ist, was dann da am Ende rauskommt, Hut ab
vor den Leuten, die hier arbeiten. Und da freue ich mich, dass ich da mit dem Team mitwirken darf. Wir spielen Doppelpass zusammen. Ich lerne von denen. Ich hoffe, ich kann was dazu beitragen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was von mir lernen. Und dann legen wir los. Norbert Klingsmann. Sie haben eben vom Fußball gesprochen. Ist es möglich, in den nächsten Jahren dieses Gap zwischen Fußball und Eishockey wieder ein bisschen kleiner zu machen? Das ist aber eine große Frage. Das ist eine große Frage, aber es ist eine interessante Frage, weil die Herr Schmicke von der DEL, ich glaube, mehrfach versucht hat zu beantworten. Ich glaube nicht, dass wir gut daran tun, es tut, glaube ich, keine Sportart, sich mit dem Fußball irgendwie zu vergleichen. Fußball hat seine Größenordnung, die ist unbestritten. Aber es geht, glaube ich, auch nicht darum, dass das Gap zu schließen, sondern es geht darum, diese Sportart auch durch das, was jetzt vielleicht in Köln passiert oder in Ingolstadt passiert, einfach zu übertragen mit der gesamten DEL-Familie zusammen diese Marke Eishockey oder das Produkt Eishockey nach vorne zu bringen, in immer mehr Haushalte zu bringen. Wir haben einen tollen Fernsehpartner, Servus TV, der das exzellent, finde ich, macht. Mit so vielen Kameras muss man, nein, das andere, ich bin ein Sky-Kind, ich vom ersten Tag an, als Leo Kirch hier sein Bezahlfernsehen on air geschickt hat, bin ich quasi nicht nur Kunde, sondern ich komme ja aus der Medienlandschaft München, aber dennoch muss ich sagen, Hut ab, was Servus TV hier macht, das trägt alles dazu bei, immer mehr Fans, immer mehr Menschen für diese Sportart zu begeistern. Und ich glaube auch, dass der Zusammenhalt in der DEL so notwendig ist und auch schon so gelebt wird, anders vielleicht als im größeren Markt Fußball, weil wir eigentlich nur zusammen diese Chance haben, Eishockey in Deutschland weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, der Vergleich wird natürlich mir gestellt, weil ich aus dem Fußball komme, weil ich die Historie dort habe, aber die Leidenschaft, die Emotion, das Was den Sport Eishockey ausmacht, hat seine eigenen Gesetze, ist genauso hoch, genauso toll und das wird in Zukunft auch, glaube ich, der Fokus sein. Für den Moment vielen Dank. Ja, klar.